habe ich mir das hier nicht vorgestellt im Schneesturm. Das erste Mal festgefahren. Schöner Mist. Nordjapan im Wintersturm. Und wir haben noch 100 Kilometer vor uns. Aber hier gibt es viele freundliche Menschen, wenn einer kommt. Die Streitereien der Adler untereinander um den Fisch sind unglaublich. Da ist nichts mehr zu spüren vom König der Lüfte, ganz im Gegenteil. Hier müssen viele Adler miteinander auskommen. Eigentlich sind Adler sehr territoriale Vögel, die ihre Brutgebiete vehement verteidigen. Aber hier in den Überwinterungsgebieten, wo sich so viele Tiere konzentrieren, haben sie ein echtes Problem, nämlich das mit den Nachbarn. Und es gibt ständig Streitereien. Liebe Freunde, Niseko ist das bekannteste Skigebiet auf Hokkaido. Es ist vor allem sehr schneesicher, weil im Winter ist es hier sehr kalt und die Luft, die aus Westen kommt, wird über dem japanischen Meer mit Feuchtigkeit angereichert. Deshalb schneit es hier sehr viel. Eigentlich sind wir hier, um den Yodai zu filmen. Das ist einer der berühmten Vulkane Hokkaidos. Man nennt ihn auch den kleinen Fujiyama, aber seit zwei Tagen ist hier schon der brutale Schneefall und die Sicht ist vielleicht 300 Meter. Können ihn nicht sehen. Bald geht's weiter zu den Schneemakaken, also zu den Snow Monkeys. Das ist auf Nagano, ungefähr 1000 Kilometer von hier entfernt. Ich freue mich schon drauf. Ist ein kleiner Ausgleich hier, aber wie gesagt, auch wenn ihr es nicht glaubt, das ist kein Urlaub, das ist Arbeit. Bis bald. Hey, liebe Freunde, ich bin gut gepackt. Die beiden Kollegen übrigens auch, die haben nochmal dasselbe. Und wir sind jetzt auf dem Weg nach Nagano. Das sind ungefähr 800 bis 1000 Kilometer. Wir müssen blöderweise viermal umsteigen, um dahin zu kommen. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wäre Fliegen nicht sinnvoller? Nein, wäre nicht. Ökologisch und ökonomisch gesehen ist Bahnfahrt in Japan super mit diesem Highspeed-Zug. Aber den haben wir nur ein ganz kurzes Stück. Und sich hier zurechtzufinden, für alle, die auch mal nach Japan wollen, die sollten sich unbedingt die App runterladen, Translation App, weil wir sprechen kaum Leute Englisch, also selbst junge Leute, das ist total schwierig. Und ihr seht ja selber die Zeichen da hinten, wie die aussehen. Die sind für unser einen schwer zu lesen. Also eine Translation-App ist super, aber jeder ist sehr hilfsbereit hier. Nur nicht mit dem Tragen, also bis bald. Liebe Freunde, das ist die letzte Station. Wir sind jetzt seit fast einem Tag mit der Eisenbahn unterwegs, von Hokkaido hier runter auf die Hauptinsel Honshu. Da hinten sieht man den Fujiyama, wenn man so ein bisschen hinschaut. Und wir fahren jetzt gerade von Nagano raus in den Wintersportort, wo früher auch die Olympischen Spiele waren. Ich weiß gar nicht mehr wann. Das Ganze wirkt hier sehr beschaulich. Wir sind auch jetzt von einer Highspeed-Train, also die man Hayabusa nennt, der Hochgeschwindigkeitszug, so unserem ICE entsprechend, sind wir jetzt umgestiegen in diese kleine Schmalspurbahn und ungefähr in einer Dreiviertelstunde sollten wir da sein. Die Menschen hier draußen leben auch noch sehr ruhig und sehr bescheiden, wenn man sich vorstellt, das ist gerade mal eine gute Stunde von Tokio entfernt, also mit einem Schnellzug, und man ist komplett in einer ganz anderen Welt. Komischerweise geht es immer bergab, es sollte eigentlich berghoch gehen, aber wird gleich wieder kommen. Ich melde mich nochmal, spätestens dann von den Affen in den Hot Tops. Bis dann. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Es ist nämlich ziemlich laut hier durch den Geysir hinter mir. Und es ist auch tierisch heiß. Ich sitze hier in so einem Onsenbad. Das ist das traditionelle japanische Dampfbad. Und das hier neben mir ist ein Rotgesicht-Makake. Hallo, Sie. Ja, das ist er. Der Makake.
mit denen ist nicht so gut Kirschen essen, jedenfalls. Die warten auch hier drauf, dass sie mal in das Bad dürfen. In den 60er Jahren haben einzelne Affen damit begonnen, in diesen Bädern zu tauchen und sich aufzuwärmen. Und ich muss gestehen, es ist verdammt warm. Solange ich hier drin bin, traut er sich eben nicht rein. Das ist so ein bisschen sein Problem. Naja, mal gucken. Ehrlich gesagt, mir wird auch schon wieder zu heiß. Ich gehe erst mal wieder raus. Ah! Oh. Hi friends, normally I'm in hot tubs in Alaska with my Inuit friends. But here, the temperature. The temperature. Very hot! It's very hot. It's like 45 to 44 degrees Celsius. So, Atze. Atze. Atze is the word for extremely hot. This boils everything on your body. I hope not, by the way. But sometimes in this little pool, we have some guests. They like to join with us. I will show you later. Come on, go in. It's nice. I look like a, look at this, like a scampi. I'm so red now. Oh man, it's so hot. Atze, atze, atze.